Ein sonniges Willkommen wünsche ich euch zu einer weiteren Folge Gnome Moria mit Mods und natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir wollten uns jetzt eigentlich hier unten mal weiter reingraben, was ich erst machen wollte, wenn die Dinger gesetzt wurden. Ach, na klar. Unsere Gnome, unsere Bauarbeiter sind natürlich hier hinten noch beschäftigt, aber gut, die sind gleich durch damit. Und sobald die damit durch sind, das kann ich jetzt abwarten. Dann gucken wir uns das da unten an, dann sollten die die Dinger setzen. Hier, guck mal, der baut jetzt hier noch die Dings auf. Sehr gut. Ja, also im Moment haben wir noch 24 Leute. Einen haben wir jetzt ja weggeschickt. Ist er jetzt auch weg? Sein? Wo haben wir? Eus? Move to? Der ist noch immer hier? Wieso ist der hier? Hä? Diplomatie. Lush Lightning. Sand Merchant. Also die Sachen, die wir kaufen wollten, sind auch gar nicht mehr dabei, ne? Die haben keine Münzen mehr und nichts. Aber aus irgendeinem Grund steht Eus immer noch hier bei uns rum. Ich check's nicht. Also, anscheinend verlässt er uns nicht. War doch der, den ich ausgewählt habe, oder? Eus der Farmer. Okay. Soll mir ehrlich gesagt egal sein. Wenn er. Das finde ich zwar ein bisschen buggy, wenn er hier bleibt, obwohl er nicht da, also obwohl er weg sein sollte. Ernsthaft? Ist das hier schon wieder alles voll? Wie viel Heide haben wir denn? Hallo? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Okay. Ich vergrößere den Bereich nochmal. Ich sehe da leider, also ich bin einfach nicht dazu bereit, da jetzt unsere ganzen Barren dafür zu opfern, dass wir da andere Sachen dann machen. So, Storage Crates. So. Dann müssen da halt eine ganze Menge Crates mal hergestellt werden, bitte. Na, ihr habt einen Auftrag. So, die Lampen sind jetzt wahrscheinlich gesetzt, richtig? Ja, sind sie. Gut. Dann wird jetzt hier mal die Wand eingerissen und wir gucken mal, wie es dann gleich da unten aussieht. Bin mal gespannt. Noch sollte, da sollte ja dann nicht instant ein Angriff passieren. Ach, wir konnten da nicht bauen, weil da Metall ist. Okay. Okay. Na gut, damit kann ich gut leben. Finde ich auf jeden Fall deutlich angenehmer als die Alternative, die ich vorher dachte, dass da Löcher drin sind. Hatte mich allerdings auch ein bisschen gewundert, dass wir die überhaupt noch nicht gefunden hatten. Auf jeden Fall jetzt kommen wir echt in die Bereiche, wo wir anscheinend eine Menge Material finden. Stört mich nicht. Absolut nicht. Aber ich werde wohl noch tiefer graben müssen, damit wir... Müsste ich mal nachgucken, wie tief eigentlich... Wie tief eigentlich Eisen angesiedelt ist. Ich mag halt immer nicht während des Let's Plays nachgucken, ne? Das ist mal unangenehm. Außerhalb des Let's Plays denke ich dann oft nicht dran. Zum Beispiel, wonach ich ja auch gucken wollte, war, wie in Takuns Mod halt von der Stärke her diese Spezialheights jetzt eingeordnet sind. Also, wer stärker ist, Manhide und die anderen, halt, wer davon die stärksten sind und im Verhältnis zu welchem und so. Das könnten wir, passt auf, ich denke mal, das ist genauso interessant wie die meisten anderen Sachen aus. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus. Das seht ihr nicht. So, ich gehe mal kurz in den Steam Workshop. Da ich aber Steam nicht mit einblende, seht ihr das alles nicht.
Und ich benutze Takuins Mod. So, wo haben wir Takuins Mod? Da. Und da gehe ich auf... Nee, nicht Suggestions. Continuation. News und Updates. Nein, Content Spread. Content Spread. Suchen wir mal nach... Mant. Nein. Ich guck mal nach Armor. Okay. Okay. Closing works as... Das ist was anderes. Forestry Camp. Ah, okay. Zum Beispiel, es gibt ja die unterschiedlichen Städte. Wir haben jetzt bisher das Forestry Camp. Na? Und die Merchant City, die wir kennen. Es gibt noch auf jeden Fall die Mining Colony und die Agriculture, das Agriculture Settlement. Das ist sehr schön, ehrlich gesagt. So. Moment, wo haben wir das? Refinement Methods, Raw Tungsten, Mithril und Origalcum found below depths of 80. Also ab einer Tiefe von 80 können wir Tungsten, Mithril und Origalcum finden. Okay, nein. 40% stärker. Die sind alle drei stärker als Stahl. Zumindest in dem, wo sie besonders gut sind. Also in dem, die haben halt unterschiedliche Bereiche. Moment, ich höre nichts mehr. Ein Skelett wurde entdeckt. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, ich gucke jetzt nicht nach. Das ist, glaube ich, zu nervig. Weil da passiert einfach zu wenig, wenn ich jetzt nachgucke. Es tut mir leid. Aber ich dachte, es würde schnell gehen da. Aber das ist einfach nichts. Muss ich nochmal irgendwann in Ruhe nachgucken. Oder ihr guckt selber nach, das weiß ich nicht so genau. Aber, ja. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, desto weiter wir nach oben gehen und wenn wir ein bisschen nach Logik gehen, sollte es auch funktionieren. Also Stahl sollte gut sein. Ich weiß halt nicht, was das Elektrum zum Beispiel ist, aber wenn ich von den Stoffen ausgehe, was war das? Gold und Silber? Das Elektrum? Das klingt für mich eher nach ja, Gold und Silber. Ist das nicht sowas wie Weißgold? Gold und Silber wird daraus nicht Weißgold hergestellt? Ist das nicht eine Weißgold-Legierung? Also diese Legierung für Weißgold? Ah, schlagt mich nicht, wenn ich mich irre. Waren vielleicht eine andere Metallmischung. Wahrscheinlich irre ich mich. Naja, gut. So. Klingt aber auf jeden Fall eher nach etwas, was für die Jewelry und nicht so sehr fürs Kämpfen geeignet ist. Und von daher, naja. Beim Rest werden wir einfach ein bisschen nach Logik gehen, aber ja, es wäre noch... Ach, seht ihr, was ich eigentlich ja wissen wollte, war wegen der Stärke der Hides. Ja gut, wir benutzen die wahrscheinlich eh in erster Linie für unsere Fernkämpfer. Für die Nahkämpfer benutzen wir das richtige Metall. Von daher, was soll's. Und die Fernkämpfer, naja gut. Eigentlich sollen die ja gar nicht in Kämpfe geraten. Und dann reicht es halt, wenn die Rüstungen halt was aushalten. Einfach nur, damit sie ja, ein bisschen überstehen. Das reicht uns ja dann. So. Gut. Das wird hier. So, der Raum des Ambassadors, den sollte ich vielleicht dann schon mal... Ja, obwohl, wir haben noch nicht mal den Ambassador gefunden. Haben schon den Raum halb fertig. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. Wir ersetzen auf jeden Fall jetzt hier nochmal die Böden. Die hatten wir hier mit Blockfloors ersetzt, ne? Genau. Zack. So. So. Achso, die hat mir bis hierhin immer bis zu den Eingängen ersetzt, ne? So, zack und zack. Oder? Hatten wir doch, oder? Ja, ich glaube schon. Hier kann ich mal wieder eine Wand hinsetzen, ehrlich gesagt.
Die hatten wir weggenommen für unseren Valar Tibur. Oh mein Gott, ich kann mich immer noch an seinen Namen erinnern. Ach, Valar Tibur, guter Valar Tibur. Dich hätte ich wirklich gerne richtig durchgezogen bis du dir selber halt deine Prothesen erfunden hättest und dann wärst du wieder ein vollwertiges Mitglied der Gnomengesellschaft geworden, nachdem du mutig vorangeschritten bist in die unbekannten Welten und erforscht hast. Mann, echt ärgerlich. Also wirklich schade. Ich habe das jetzt schon öfter her gehabt, auch mal vorher in privaten Spielen, dass halt Leute Körperteile verloren haben. Und ich habe es noch nie geschafft, wie gesagt, so lange zu spielen, dass ich denen die Körperteile wieder zurückgeben konnte, sozusagen. Also die Prothesen halt erschaffen konnte. Finde ich halt super schade, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist was einfach nochmal so zeigt, hey, du kümmerst dich um deine Gnome. Ja? Habe ich nicht gebacken gekriegt. War ich zu schlecht für. Jedes Mal. Finde ich wirklich schade. So. Dann hier wieder etwas ersetzen. Okay, diesmal vom Clawlike Kingdom. Stone erstmal. Stone, Raw Stone, nein. Hä? Nein, Block. Block, Granit Block. Wieder weiterlaufen lassen. Ich wollte doch. Hä? So, nochmal. Block. Granit Block. Und zwar hier die Mauern mal ersetzen noch. Dann sieht das nochmal ein Zacken besser aus. Sind die jetzt zwar echt gut beschäftigt, aber hey, das ist ja auch Sinn der Sache. Die sollen ja beschäftigt sein. Ja, ich weiß nicht, hat Eos der Farmer uns jetzt das Material geholt? Die Tage dürften jetzt um sein? Ich habe keine Ahnung. Eventuell ja, eventuell nein, keine Ahnung. Eisen können wir auf jeden Fall auch herstellen lassen, denke ich mal. Iron Bar. Craft. Repeat. Wir haben nur noch 3 Kohle. Oha. Ich muss mal in die Tiefen. Und ja, safe mal ruhig. Ist alles gut. Was hat der denn jetzt eigentlich, der Merchant? Hat er was Interessantes mitgebracht? Hat er denn was Interessantes für uns? Ein Female Bear. Bear. Für 2000. Das wäre natürlich nicht uninteressant. Das wäre auf gar keinen Fall uninteressant. Ich wüsste auch, wo wir den unterbringen könnten, sodass er erstmal völlig geschützt wäre. Kohle. Na, pass auf, da kaufen wir mal Kohle. Obwohl, na doch, machen wir mal. Und den Female Bear. So, dann, das sind 1200. Das sind nochmal, wie viel fehlt uns noch? 1108. 1108. 2308. Ja, trade. Jetzt muss ich allerdings dann gleich auf Pause drücken. Sekunde. So, jetzt müssen wir rasch die Pasture machen, bevor unser Bär geschlachtet wird, weil er ja ungeplanter Bär ist. So, dann haben wir hier, mache ich das nämlich hier hinten, eine Bärenpasture. Wo haben wir den Bären? Da. So, und ach, die brauchen auch nur Giblets. Die brauchen auch Giblets. Okay, na gut. So. Gibt's hier keinen Durchgang mehr? Da gibt's kein. Hä? Oh, falsche Stelle. Nein! Was habe ich denn da jetzt alles weggenommen? Muss ich mir gleich in Ruhe angucken. Hier wollte ich die natürlich hinmachen, die Pasture. So. Ja. Und da natürlich dann die Bären hin. So. Und ich mache da jetzt nicht extra so ein Feld rein,
sodass für die Bären, sondern... Aha, auf das kleine Stück passen so viele Bären? Okay. Faszinierend. Wenn der Hunger hat, kann er hier rübergehen, sich da direkt was aus der Küche holen. Das ist in Ordnung. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Ich habe da einiges abgerissen. So, also das hier habe ich bis dahin durchgezogen. Das hier bis dahin. Glaube ich. Und hier, das kann ich bis hierhin durchziehen. Das war bis hierhin. Jetzt ist nur die Frage, war das hier Münzen oder Waffen? Bin mir nicht sicher. Was wird hier drin eigentlich gelagert? Ach, das ist ein Quiver. Wieso liegt hier ein Quiver rum? Wieso liegen hier Small Quiver rum? Habe ich große Quiver schon hergestellt? Small Quiver, okay. Weil ich kann ja mittlerweile einen richtigen Quiver herstellen. Croft 210. Aber das hatte ich doch bisher noch nicht gemacht, oder? Wieso haben die dann Quiver abgelegt? Verstehe ich nicht. Die brauchen doch für die... Hier. Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall eigentlich noch Quiver. Gut, aber mit den größeren Quivern ist natürlich auch schön, dann können die auch nochmal mehr Pfeile tragen. Ich bin ja sowieso am Überlegen, hier nochmal vorgelagert Pfeile hinzulegen oder so. Mal gucken, das muss man da gucken. Oder, und da noch eventuell sowieso die ganzen Lagerbereiche ein bisschen zu verändern. Was man natürlich auch noch machen könnte, um den Lagerbereich noch ein bisschen zu vergrößern. Einfach hier, so. Habe ich keinen Durchbruch, habe aber einfach noch mal ein bisschen mehr Lagerplatz hier. Nicht hübsch, nicht geplant, aber funktionell. Reicht mir auf jeden Fall. Ja, hier liegen jetzt... Achso, das sind jetzt auch die neuen Quiver, okay. Aus irgendeinem Grund auch eine Menge anderer Quiver. Verstehe ich nicht warum. Habe ich da irgendwas? Nee, die nehmen sie sich ja automatisch eigentlich selber. Egal, so wird das schon funktionieren. Vielleicht hatte ich Quiver schon hergestellt und habe nicht dran gedacht oder so, dass ich die einfach auf normalem Wege hergestellt habe. Einfach nur angeklickt gehabt oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil ich das wieder verplant habe. Beauty. So, im Großen und Ganzen gefällt mir das jetzt aber. Wir haben auch schon mal einen weiblichen Bären. Das heißt, wir müssen jetzt das nächste Mal nur auf einen männlichen Bären sparen. Und dann läuft das soweit. Dann läuft das soweit, ehrlich gesagt, sehr gut. Da muss ja jetzt irgendwie wieder irgendein Setback kommen eigentlich. Ja, also ich bin jetzt auch mutiger geworden. Ich produziere jetzt hier mehr Geld, indem ich mehr Worth, indem ich hier Sachen setze und sowas, weil ich einfach sage, hey, also jetzt sollte ein Angriff, also wenn es jetzt anfängt, dass wieder Angriffe kommen, die uns ein bisschen zermürben, dann sollte das was sein, was langsam zunimmt und dann nach und nach für Probleme sorgt. Sowas, das etwas ankommt, was uns total wipen kann, das sollte meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so leicht passieren können. So, jetzt gucke ich mal oben nochmal, was für Erze haben wir denn da? Stockpile, Content. Wir haben 40 Bronze. Ach so, wir brauchen Kohle, ne? Das war jetzt so ein bisschen das Problem. Ne, hier ist noch Kohle. Mal gucken. Ich guck mal in die Forge.
Kohle, 45, wir haben genug Kohle. Alles gut. Merkwürdig, ich dachte, wir hätten vorhin nur 3 Kohle oder so gehabt. Achso, wir haben ja auch gekauft. Wir haben ja auch Kohle gekauft, wenn ich mich nicht irre. So, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir hier an... Nee. Stockpile. Contents. Bars. Wir haben Kupfer und Malachit, das heißt, was wir sammeln müssten, wäre, wir brauchen wieder Zinn. Und da haben wir ja ein paar Stellen, wo wir es abbauen können, also alles tutti. So. Das heißt, wir holen uns jetzt nochmal ein bisschen Zinn aus dem Gebirge hier, zack. Alles gut soweit. Und auch im neuesten Abschnitt dann gleich mal. Wo war der? Ah, hier. Hier, genau. So. Ja, cool. Das läuft soweit gar nicht schlecht. Hier dann gleich wieder natürlich... Sicherungsmaterialien rein und so, aber im Großen und Ganzen nicht schlecht. So, hier noch gucken nach, welche Tiefe hatten wir jetzt hier? Das war die Tiefe 11. Hatte ich da nicht auch nochmal was gefunden? Hm. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal Zinn. Auch nicht gerade ohne, sehr schön. War ich gerade, oder? Das war doch das gerade, wo ich durchs Holz gegangen bin, durchs Gestein gegangen bin, genau. Oh, hier habe ich noch nicht vollständig durchgesägt. Weil hier habe ich mich nochmal richtig durchgesägt. Und nicht wirklich viel gefunden, anscheinend. Hä, ich dachte, ich hätte das hier auch schon gemacht. Hm. Einbildung oder hat mir mal wieder ein war irgendwo wieder ein Absturz mit und ich habe dann vergessen, das tatsächlich zu machen. Nee, der letzte Absturz ist lange her. Hm. Nee, muss ich mich geirrt haben, habe ich wohl hier zerschnitten gehabt und nicht darüber. Oder ich habe das hier zerschnitten das letzte Mal und habe es darüber gedacht, das war das hier, keine Ahnung. Nee, das hier ist schon lange zerschnitten, ehrlich gesagt. Schon richtig lange. Das ist ja hier auch der Bereich, in dem unsere Skelette immer noch regelmäßig spawnen. Einer der Bereiche, in denen ich sie regelmäßig spawnen lasse, sage ich mal. Ach so krass, oder? Ich habe nichts an den Einstellungen geändert. Ich habe überhaupt nicht daran rumgespielt, wer spawnen kann, wer wie wo spawnt. Nichts geändert und trotzdem, wir haben jetzt... die dritte Season und haben auch in der zweiten Season ja doch einiges an Zeit geschafft. Ich glaube, wenigstens 40 Folgen oder sowas hatten wir auch in der zweiten Season, bin ich der Meinung. Jetzt hier nähern wir uns jetzt stark der 70. Oh, ein Skelett. Okay. War jetzt nicht so gut. Der ist verletzt worden zumindest, wenn ich mich nicht irre. Nö, ist er nicht. Krass. Okay. Naja, gut. Ich werde mal hier noch eine weitere Rüstung, glaube ich, in Auftrag geben. Wir gehen dann jetzt hier auf 6, 6, 12, 12, 12 und 12. Und dann können wir nämlich jetzt demnächst sogar noch den nächsten Trupp anfangen mit Bronzerüstung auszustatten, das finde ich mega gut. Ja, natürlich, es wurde ein Honey Badger geboren, aber es war natürlich ein männlicher. Ach, also wir haben, was sowas auch echt angeht, kein Glück. Echt gar kein Glück. Ehrlich gesagt, ich müsste das fast schon so machen, dass ich hier auch nur einen männlichen drin habe und alle anderen männlichen werden sofort nach hier vorne geschickt. Das wäre eigentlich mega gut. Ach, aber egal. Wir sollen die sich erstmal vermehren, dass dann wenigstens, wenn wir das hier nach vorne setzen, dann die männlichen da, und was auch immer wir an Überzahl dann haben, wenigstens hier gleich 2, 3, 4 Stück sind oder so, dass,
dass nicht nur zwei Honey Badger dann sind, die da vorne stehen, oder gar nur einer. Gut, aber das war's dann auch schon wieder für diese Aufnahmerunde. Ich glaube, ich habe jetzt drei Folgen wieder aufgenommen. Daher eine sonnige Verabschiedung. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich muss noch ein bisschen was hochladen. Ich muss noch schneiden. Ich muss noch Empyrium schneiden. Unbedingt muss ich noch Empyrium schneiden. Ich bin jetzt, keine Ahnung, ich glaube, ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte der Folgen oder sogar mittlerweile noch mehr Folgen, die wir haben. Es ist unglaublich, wie schnell wir am Anfang Empyrium aufgenommen haben. Jetzt im Moment, die Woche haben wir zum Beispiel noch gar nichts aufgenommen. Das heißt, da dreht sich jetzt ein bisschen was. Wieso ist hier im Box Siege Chiseled Floor? Warum ist hier ein Serpentine Chiseled Floor? Das hätte überhaupt nicht passieren können dürfen. Hier ist Limestone Stone. Das hätte gar nicht passieren dürfen. Moment. Das muss ich noch rasch ändern. Das ist doch Blockfloor und wir haben Granitblöcke ausgewählt gehabt, oder? Muss ich ändern. Entschuldigung. So. Ah, verdammt, das ist chiseled. So. Chiseled und da die Blöcke auswählen. Das ist der, der und der. So. Könnte das auch der Grund sein hier für die Verfärbung? Das kam mir ja damals so vor. Nö. Das war Einbildung anscheinend. Dass hier andere Farben gesessen hätten. Juti, na dann, jetzt aber wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Und jo, ciao.